Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Ich hoffe jetzt ganz fest auf ein total geiles Overwatch. Let's go. Oh, 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 oh. Das wird wahrscheinlich eklig. Oh, Nuke! Dann gucken wir mal. Oh, mir schwant ganz, ganz Übles hier. Also ultimativ Übles. So, gut. Wingman, okay, ist halt kurz. Es kann natürlich sein, dass die Kürze in der Würze liegt. Die Headshots sitzen hier. Ab. Ja, gut, hat ein Frame gefehlt. Der erste Shot war insane. Aber jetzt das zweite, würde ich fast sagen, naja, wir gucken mal noch. Vielleicht haben wir tatsächlich mal wieder einen normalen Fall, aber also, was ist das hier für ein Crosshair Placement? Kannst du bitte mal aufhören? Mir wird schwindelig. Okay. Alter, hä? Wie läuft hier denn rum? Bing Bong! Ganz, ganz komisch. Er hat sie beide auf dem Schirm, voll. Auch das darüber ziehen. Also Vision Assist auf jeden Fall am Start, aber möglicherweise nur ein Vision Assist. Sorry, auch hier wieder wegen dem Schütteln. Ich muss nach wie vor extrem rumhusten. Das ist ziemlich nervig. Aber ja, muss halt, also es wird natürlich rausgeschnitten und deswegen kommen hier halt mitunter sehr merkwürdige Cuts zustande, die so nicht geplant sind. Mein Reizhusten ist einfach noch nervig. Ich bin auch immer noch Corona-positiv. Es ist einfach ein Wahnsinn. So, Monsieur, ihr seid am Verlieren. Reicht ein Vision Assist alleine nicht aus? Brauchst du etwa auch ein Aim Assist, damit du hier brillieren kannst? Sein Mate ist mittlerweile auch schon gestorben. Er wurde gestorben. Ja, du siehst ihn. Guck mal. Wow. Er zeigt uns sogar an, dass er cheatet. Er sagt uns, hey, ich habe Vision Assist. Das ist freundlich von ihm. Das ist sehr, sehr freundlich. Und er trifft nicht. Okay, also es kommt hier wirklich tatsächlich auf sein eigenes Aim an. Das ist zumindest ein mittelmäßig interessanter Fall, denn ja, gerade wenn ich mir denke, ich hab gerade eben schon einen aufgenommen, da hatten wir einen, der halt Vision und Aim ist, das hatte mega langweilig für mich als Aufnehmender. Ihr habt da immerhin noch ein schönes Overwatch-Thema gehabt mit Source 2 und so weiter, aber das ist natürlich dann absolut dödelig. Aber hier muss zumindest ein bisschen was von ihm gemacht werden. Klar, solche Shots an Ecken sind dann natürlich mega easy, wenn du Vision Assist hast und du halt genau siehst, wie der Gegner da genau reinsteppt. Aber, ja, alles andere, da muss er immerhin noch auf sein eigenes Aim vertrauen. Wir gucken mal, ob er dämlich ist und auf solche Shots geht, bei denen er wirklich, also die er schon fast, bei denen fast sein Cheat aufgehoben wird, ne? Wenn man den Gegner so richtig sieht, der sein Vision Assist gar nichts mehr bringt. Oder ob er auf solche Kantensachen geht, wo er halt ganz genau, hier zum Beispiel auch, ab dem Punkt ist sein Vision Assist ja so gut wie unwirksam. Wenn der Gegner sowieso in plain sight ist. Also das ist so merkwürdig, dieses Gelaufe von ihm. Was macht er denn währenddessen noch? Erstmal den Mate verkaufen. Drecksack, ekelhafter. Okay, das ging jetzt leider sehr, sehr schnell. Aber ich überlege mal noch, ob wir da was Schönes draus machen. Falls das Video erscheint, haben wir was draus gemacht. Naja. Ich meine, immerhin musste er halt tatsächlich ein bisschen reinaimen, um was machen zu können. Aim Assist gebe ich ihm nicht. Vision Assist auf jeden Fall. Bei Other auch nichts und bei Grief könnte man jetzt halt schon sagen, es war schon sehr anti-competitive und anti-social, weil er eben sein Mate ja ständig verkauft oder immer mal wieder verkauft hat und ihm nicht wirklich geholfen hat. Aber auch hier würde ich sagen, komm, das ist Auslegungssache und das lege ich ihm jetzt hier so nicht aus. Ich könnte schwören oder würde sogar fast darauf schwören, dass er mit dem Kollegen sogar im Teamspeak war oder zumindest halt im Kontakt, weil er ihm halt auch so gezeigt hat, der Gegner ist da, ich kann durch die Wände gucken, Bing Bong und sowas. So, und da das jetzt so kurz war, machen wir geschwind noch einen Fall, meine Damen und Herren. Er wird geladen und sieht von der Zeit her normal aus. Wir gucken mal rein. Also, schauen wir mal noch testweise hier rein. Ui, eine AWP Mortis, mein Fräulein, guck mal da. Mit Stat-Track sogar, oder? Habe ich da eben Stat-Track-Device gesehen? I think schon. Das ist ein Vogel. Also Vision Assist würde ich hier fast wieder konfirmen. Oder hat er den reinlaufen gesehen? Vielleicht bin ich auch der Vogel. Ich weiß nicht, aber den hat kommt einfach clean reinlaufen sehen. Aber er weiß auf jeden Fall, dass da unten einer drin ist. So, er geht bei A einfach durch. Ist auch ein bisschen laggy irgendwie unterwegs. Den wird er mit dem Molly nicht aufhalten. Der läuft durch. Jo, und schießt auf ihn. War ein bisschen spät geworfen. Vision Assist auf jeden Fall am Start. Aim Assist würde ich jetzt hier noch nichts zu sagen. Ich sehe ja nicht auch, dass er ganz leicht laggt irgendwie. Wie sieht's denn vom Ping aus, mein Freund? 34, okay. Ist übrigens dann auch bald mein Ping, wenn ich da über Starlink jalla. So. Eine Blue Spruce! Naja. Viel wert ist die ja nicht. Aber immerhin
Immerhin ein paar Skins auf der Hand und nicht wie bei dem anderen vom letzten Fall, der hat ja gar nichts gehabt. Er läuft mit Molly in der Hand rum, es ist so dumm. Und? Okay. Hier immer noch nur Vision Assist, würde ich sagen, wobei so dödelig wie der Spiel, das Rüberziehen fast schon zu viel verlangt sein könnte, dieses, ne, dann nach links Wischen auf den Gegner. Vielleicht ist er dafür eigentlich zu dumm. Da könnte noch ein Aim Assist mit an Bord sein bei ihm. Einfach nur fucking bad. Typisch Cheater halt. Jetzt, ach so, die AWP war gar nicht seine. Guck mal da, die Mortis hat gar nicht ihm gehört. Er hat eine Without Skin. Mann. Einfach nur ein Mega-Kack, also, okay. Hier auch wieder einen fetten Headshot reingedrückt. Jetzt passt mal auf. Ach, schade, ich hätte den Encounter gern gesehen. Ob er hier auch wieder auf Headshot geht oder einfach auf Körper. Oh, er versucht es aber dann doch so zu deichseln, dass es möglich ist. Und dass dann, also, gut, ein Schuss durch die Smoke ist natürlich auch. Ist natürlich auch möglich durch die Smoke, aber er wollte den Schuss dann doch möglichst clean aussehen lassen. Aber es ist halt einfach Quark. Es ist einfach absoluter Quark, was er hier treibt. Jetzt lässt er sich ja noch von der Smoke treffen. Ah ja, und schon fängt er doch an, solche Shots hier zu verteilen. Und wird gedudelt. Hier wieder AWP im Anschlag. Das ist ein ekelhaftes Aas, oder? Oh mein Gott. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob er auch Aim Assist hat, aber ich glaube irgendwie schon. Weil er so schlecht moved und sein Aim an sich, sein Pre-Aim, sein Crosshair-Placement und sowas, alles irgendwie so lau ist, würde ich fast sagen, der ist eigentlich zu dumm oder zu schlecht, um die Shots zu machen. Aber gut, das könnte halt auch eine Misconception an sich sein. Weil man halt immer... Ja, man denkt halt von Cheatern so. Ich meine, deswegen cheaten sie ja auch. Auf... Was... Ja... Also das Hochgucken war jetzt ja wohl auch wieder lächerlich, oder? Was... Also will er uns jetzt hier wirklich weiß machen? Oh, ich habe jetzt so viele Smoke-Kills gemacht. Ich versuch's weiter, falls noch einer kommt, weil ich sehe die ja nicht. Das ist ja wohl absolut lächerlich. Also das ist vielleicht ein ekelhafter Pisser, oder? Das will er wirklich einem noch glauben machen? Oho, oh, da habe ich aber viel Glück gehabt gerade. Ich versuch's mal weiter, Bing Bong. Nee, das ist lächerlich. Absoluter Keck, wirklich. Also der macht sich... Der macht sich halt einfach entweder über die Zuschauer lustig oder er glaubt halt echt, dass es ist noch möglich für ihn, zu legit rüberzukommen. Dass halt jetzt irgendwie ein sehr schwacher Overwatcher, irgendwie jemand, der gerade ganz frisch Overwatch hat, der sagt, ah ja, ach so, der versucht's weiter. Ja gut, da war das Glück. Ha, weiß ich jetzt nicht. Ich spule jetzt mal ein bisschen durch und gucke hier zumindest den Encounter noch an. Das ist so dumm. Das ist einfach so dumm, was er hier treibt, oder? Man mit dem Wissen halt, dass er versucht, es zu verstecken. Es ist auch nicht zu verstehen irgendwie. Ne, er macht so offensichtliche Dinge. Und dann aber wiederum, ich schieße einfach immer weiter durch die Smoke. Und auch dann ziehe ich meine Pistole und schieße mit der USP noch in ein leeres Tunnelsystem rein. Weil da könnte doch einer sein. Kokolores, wirklich. Großer Kokolores. Eisberg, bitte. Mach irgendwas Cooles und kill ihn. Eisberg, schade. Schade. Guter Versuch. Nicht. Also, meine Damen und Herren, wir sind hier am Ende angekommen. Ich mache es wie folgt. Aim Assist, ich denke schon irgendwie so ein bisschen, dass er den braucht. Aber ich glaube nicht, dass man den hier großartig gesehen hat. Deswegen mache ich hier insufficient Vision. Jawohl. Other. No. Griefing. Ich glaube nicht. Let's go. Auch jetzt habe ich einen neuen Fall. Ah, das war noch der Alte, der jetzt verschwunden ist. Jetzt ist er weg, alles klar. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch eben meinen Kram rausgejallert. Aber hier kommt ein neuer Fall. Ah ja, okay. Also dann vielen, vielen Dank wie immer fürs Zusehen. Heute war aber kein Giveaway rein, weil wir gerade noch 4 offen haben. Oder 5.
Ja, doch, dann sollten wir eigentlich eins auflösen zumindest, ne? Wir lösen noch ein Giveaway auf, let's go. Und zwar gab es die SSG 08 Fever Dream im letzten Top 10 Video, in dem 5-7 Top 10 Video. Man sollte, um hier mitmachen zu können, etwas über seine Lieblingspistole schreiben. Ich habe euch hier im Comment Picker wie immer alles zurecht gemacht. Wir snacken uns die Kommentare ran. Ah, 39 Kommentare, vielen Dank dafür. Denkt dran, der Gewinner oder derjenige, der gewinnen möchte, muss etwas über seine Lieblingspistole schreiben. Und Katan, die Techie, it is, gerade in Eco-Runden auf die mega gut, Katan, da bin ich ganz bei dir, Tech is es. Also Tech 9 all the way, ich spiele die auch extrem gerne. Du hast somit gewonnen, Monsieur. Bitte hier unter dem Video anmerken, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und natürlich bei dir in deinem, ah, du hast es schon drin, stehen sehr schön, in deiner YouTube-Videobeschreibung den Trade-Link. Also fehlt nur noch dein Kommentar unter diesem Video, dass du halt mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Wir werden jetzt hier wie angekündigt kein neues Giveaway starten, weil wir gerade so viele offen haben. Aber ich zeige euch noch eine kleine Aussicht auf die zukünftigen oder aktuellen Twitch-Giveaways. Und zwar haben wir für euch im Petto die M41 S-Maker Industries, die AWP Ateris, Hydra Gloves Case Hardened, eine 5-7 Hyper Beast, eine AK-47 Neon Revolution, eine Angry Mob, dieses Knife und noch viele tolle andere Dinge. Das sind die Giveaways, die es immer in den Livestreams gibt. Also einfach mal rankommen, meine Damen und Herren. Wir hauen nicht nur diese großen Sachen raus, sondern es ist immer eine große Sache, dann noch ein Skin, dann ein Sticker und ein Graffiti. Es können immer 4 Leute gewinnen. Praktisch so trostpreismäßig. Somit bedanke ich mich hier wie immer bei euch fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Kuss geht raus. Danke auch für die Kommentare und für die Likes. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die